Mein Name ist Thomas Weidt. Ich bin Marketeer und Dispatcher. Das heißt, ursprünglich war ich eigentlich mal Werbekaufmann für Printproduktion, Offsetdruck. Habe dann Marketing studiert und war dann eine Zeit lang bei einer englischen Headhunting-Firma in Frankfurt beschäftigt. Von daher also jetzt momentan unterwegs als Marketingberater, aber eben auch als Dispatcher. Das heißt also, ich vermittle Aufträge im Marketingbereich weiter oder nehme sie auch von anderen Leuten an. Seit 2011 habe ich jetzt hier auch noch meine eigene Agentur und arbeite im Freiberuf noch als Consultant. Das Marketing Manifesto wurde geschrieben von eConsultancy, das ist eine Unternehmensberatung in England. eConsultancy wurde 1999 gegründet und betreibt eigentlich hauptsächlich eine Community, wo man entweder kostenlos Mitglied sein kann oder eben dann, wenn man mehr Informationen haben möchte und besonderen Service, ich sag mal, bis 600 Euro oder 1000 Euro im Jahr loswerden kann für Premium-Mitgliedschaften. Das Interessante daran ist, dass diese Community sich komplett nur mit Digital-Marketing und E-Commerce beschäftigt und damit immerhin eine Tertial-Community von Mitgliederzahl von über 190.000 Mitgliedern erreichen konnte. Am 23.04. hat dann der CEO und Mitgründer Ashley Friedlein den ersten Entwurf für das Modern Marketing Manifesto zusammen mit der Community entwickelt und am 8.05. eben den zweiten Draft, der überarbeitet wurde, als finale Version veröffentlicht und sie kann unterzeichnet werden jetzt auf der Homepage von eConsultancy. Zwei Fragen haben vor allem das Team von eConsultancy beschäftigt. Zum einen die Frage, ob Marketing momentan an Bedeutung im Unternehmen gewinnt oder ob es an Gewicht verliert, weil sehr viele Prozesse heute ablaufen, ohne dass eine Strategie entwickelt wird, ohne dass ein Konzept dahinter ist. Es muss plötzlich Geld verdient werden auf Knopfdruck. Das sind so alles die Probleme, die heute in größeren Unternehmen als ja, auf der Tagesordnung sind. Die zweite Frage ist, ob die Digitalisierung des Marketing, das Marketing selbst grundlegend verändert hat oder ob die Grundregeln, die wir vor 10, 15 Jahren noch alle gelernt haben und eigentlich täglich anwenden möchten, ob die immer noch ihre Bedeutung haben. Dazu hat die Community als erste Antwort auf die erste Frage erstmal von sich gegeben, ja, wir glauben, dass Marketing momentan im Aufschwung ist und dass es eine wichtige Rolle sogar spielt als früher in der Unternehmensführung. Außerdem, dass digitales Marketing heute kein Baustein mehr im Mix ist, sondern, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, eigentlich ins gesamte Marketing einfließen muss in jede Überlegung. Und dieses Marketing-Manifesto, also das Manifest des modernen Marketing, besteht aus 12 Blöcken und die stelle ich Ihnen jetzt mal ganz kurz vor. Achso, genau. Warum erzähle ich heute Abend was über das Modern Marketing Manifesto? Ist ganz einfach. Ich habe die erste deutsche Übersetzung dazu geschrieben, habe das publiziert letzte Woche auf meinem Blog und habe mich also von daher mit dem Thema viel beschäftigen müssen und habe vielleicht auch als erster hier im Raum jetzt davon gehört, dann vor knapp einem Monat. Ich war einer der ersten Unterzeichner damals. Das heißt also, da waren es knapp über 100, ich schätze mal momentan müssten es so knapp 500 Leute sein, die unterzeichnet haben. Unterzeichnen kann übrigens jeder, ganz einfach auf dem Blog von eConsultancy. Und außerdem war mein erster Gedankengang, wie ich es gelesen habe, Mensch, das sage ich schon seit Jahren. Genau so muss es auch eigentlich gemacht werden. Deswegen kommen wir jetzt auch zum ersten Punkt, der dann wäre die Strategie. Die Community ist der festen Überzeugung, dass das Marketing einen festen Ansprechpartner haben sollte, der mit in den Sitzungen der Geschäftsführung sitzt. Hat einen einfachen Hintergrund, in der Geschäftsführung wird die Strategie des Unternehmens entwickelt und bei so einer Strategieentwicklung ist es eben wichtig, dass man die Marktkenntnisse, die Zielgruppenkenntnisse, den Aufbau von diesen ganzen Konzepten, das mit einfließen lassen kann. Sonst wird oben was entschieden, was unten ausgebadet werden muss und Zielvorgaben werden vielleicht gesetzt, wo jeder aus dem Marketing sagt, Mensch, wie sollen wir das erreichen? Klar, Ziele sind immer nicht 100% realistisch, man versucht immer besser zu zielen, als man am Ende trifft. Aber damit es eben, sag mal, in der Realität ein bisschen genauer wird, fordern wir eigentlich, dass in jeder Vorstandssitzung mindestens einer aus dem Marketing dabei sitzen sollte und fachkundig eben was dazu sagen kann. Das zweite ist, dass IT und neue Medien grundsätzlich in alle Marketingstrategien integriert und mit berücksichtigt werden sollen. Natürlich gibt es viele Marketingstrategien und Konzepte, da braucht man die neuen Medien nicht. Man sollte aber trotzdem in der Grundüberlegung, bevor man was aufsetzt, immer auch überlegen, gibt es in den neuen Medien, auf den neuen Kanälen, gibt es dort irgendetwas, was wir da jetzt mit nutzen können? Wenn ich jetzt einen Katalog zum Beispiel drucke, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich, wenn der Katalog versandt wird, meine Follower auf Twitter darüber informiere, die nächsten 3, 4 Tage kriegst du einen neuen Katalog von uns.
All diese Sachen sollte man berücksichtigen, um möglichst viele Berührungspunkte zu schaffen. Außerdem sind wir der Meinung, dass Modern Marketing eben mehr als nur eine Einstellung ist, dass es mehr eine Einstellung ist, also eine Einstellungssache im Unternehmen, Marketing zu betreiben und nicht nur ein Instrument, um Kampagnen zu planen. Also es gibt auch das englische Zitat, Marketing is not a campaign, it's, Gut, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zum zweiten Punkt, Geschäftsverantwortlichkeit. Moderne Marketier müssen kaufmännisch sein. Das heißt jetzt nicht, dass ein Marketier die letzte Bilanz rauf und runter im Schlaf aufsagen können muss. Aber er sollte zumindest wissen, wo wird das Geld verdient in der Firma, warum wird das Geld dort verdient und durch die Tätigkeit, die ich im Unternehmen verrichte, wie viel Geld ist dadurch mehr verdient worden. Das sind so Kennzahlen, wo man auch als Marketier heute nicht mehr sagen kann, das geht mich nichts an, das ist der Sales, das ist der Vertrieb. Ich mache jetzt nur hier die Kommunikation. Marketier können und müssen daher mehr Umsatzverantwortung übernehmen. Man muss sich auch daran messen lassen, ob man im Prinzip jetzt, wenn man, ich sag mal, grob bunte Bildchen produziert hat, ob die überhaupt was gebracht haben oder ob man nur Kunst im Unternehmen verbreitet hat. Sales Funnel und Post Sale, weiß ich, ob das einen von euch ein Begriff ist. Also Sales Funnel ist im Prinzip, wenn man runterbricht, man hat Interessenten, aus Interessenten werden dann qualifizierte Interessenten, aus denen werden Kunden und noch weiter unten werden es dann Wiederkäufer. Diese ganzen Geschichten, die eigentlich im Vertrieb angelagert sind, genau wie Post-Sale, das heißt also Garantieversprechen, Kundenservice, all diese Sachen, die früher nicht im Marketing gelegen haben, dank E-Commerce, wir machen die Webshops, wir machen den Internethandel, wir müssen uns darum mitkümmern, dass wir diese Dinge auch in Zukunft berücksichtigen. Wir dürfen nicht im Vertrieb Steine in den Weg legen, weil wir vielleicht auch Versprechen irgendwo schaffen, die dann der Vertrieb später oder der Kundendienst nicht mehr halten kann. Also auch da müssen wir Verantwortlichkeit zeigen. Und damit das alles eben dann nicht irgendwo zum großen Knatsch kommt, fordern wir auch, dass Vertrieb und Marketing sich mehr aneinander annähern müssen und auch in Zukunft dann zusammen Rechenschaft über bestimmte Schnittmengen ablegen müssen. Das heißt also zum Beispiel, wenn es um die Conversion Rate geht, von den Leads, also von den Neukontakten, die das Marketing generiert und die dann vielleicht nicht vom Verkauf zu Kunden umgewandelt werden, da müssen beide an einem Tisch sitzen und müssen beide sagen, okay, wir können es mal anders probieren, vielleicht sollten wir die Zielgruppe das nächste Mal ansprechen. Es muss eine gemeinsame Entscheidung sein und eine gemeinsame Verantwortung. Der dritte Punkt, Kundenerfahrung. Kundenerfahrung ist all das, was der Kunde als Erfahrung mit dem Unternehmen mitnehmen kann am Ende. Das heißt also, das höchste Ziel muss wirklich sein, die Kundenerfahrung zu verbessern. Das ist das Ziel des Marketing heute. Man möchte einen zufriedenen Kunden haben, der positiv über einen spricht, denn Kunden sprechen heute über Unternehmen, Kunden sprechen über ihre Kundenerfahrung. Und unser Zweck ist eben, diese Erfahrung möglichst positiv zu gestalten, ohne aufdringlich zu werden. Das heißt also, der Kunde muss bei jeder Planung von einem Event oder von einer Maßnahme immer im Mittelpunkt stehen. Wenn ich heute eine Messe plane, da brauche ich nicht erst zu gucken, welche Konkurrenten noch da sind und wie ich mich am besten gegenüber denen positioniere. Ich muss auch nicht mehr gucken, was ich vielleicht machen kann, dass das Messeunternehmen mich mehr mag, dass ich vielleicht nächstes Jahr eine bessere Position kriege. Ich sollte beim ersten Schritt schon überlegen, was präsentiere ich dort den Besuchern, den Messebesuchern, dass die bei mir am Stand eine gute Kundenerfahrung haben. Also wie man sieht, es geht auch aus dem Online-Bereich ein bisschen raus, diese ganze Geschichte. Auch sehr wichtig ist die Kraft und die Wichtigkeit guter Gestaltung zu respektieren und eben auch zu würdigen. Das heißt also dieses One-Click-Marketing, was jetzt teilweise auch die Runde macht mit den Mallorca-Consultants, das funktioniert nicht. Man kann keine Software schreiben, man kann kein Programm entwickeln, was auf Knopfdruck perfektes Marketing macht. Man kann Spam-Bots programmieren, das ist richtig, aber eine gute Kundenkommunikation, wo der Kunde, der Interessent, sich auch angesprochen fühlt und eine positive Erfahrung hat, das geht nur von Hand und dafür braucht man eben auch Leute, die eben kreativ sind und die für diese kreative Arbeit eben auch geehrt werden. Auch ein wichtiger Punkt ist Segmentierung, also die Schrotflintentechnik, einfach mal alles draufzuschießen, ist heute nicht mehr. Heute sollte man lieber einen Dartpfeil nehmen, sucht sich genau die Leute raus, mit denen man kommunizieren möchte und versucht möglichst nah an ihren Bedürfnissen auch dann zu kommunizieren. Habe ich jetzt hier einfach ausgedrückt mit High Quality Impact, das heißt also die bestmögliche Erfahrung für einen Einzelnen mit der größten, ich sag mal, Durchschlagkraft. Der nächste Punkt ist Integration. Integration bedeutet jetzt nicht nur, dass wir jetzt im Mobile-Bereich auf dem Handy jetzt mobile Webseiten haben, das ist auch wichtig, weil es viel genutzt wird,
aber das mobile Zeitalter hat eben erst begonnen. Das heißt also, es geht nicht nur um Handys und Smartphones, es geht auch um Multidisplays. Das heißt also, wir gehen heute in die S-Bahn-Station runter und dort ist ein Bildschirm, der flackert. Wir haben in den Bussen teilweise Bildschirme, die flackern. Wir haben am Fernsehen, haben wir mittlerweile Apps, wo wir ins Internet gehen können, wo auch Werbung eingeblendet wird. Und diese Multidisplay-Geschichten, das sind eben im Prinzip alles Mobile Experiences. Das heißt also im Prinzip, überall, wo ich unterwegs bin, kann ich mit Werbung verfolgt werden, kann ich mit Werbung kontaktiert werden. Und damit das eben nicht nervig wird, muss man eben Möglichkeiten finden, dass man die richtigen Leute mit der richtigen Botschaft anspricht und eben nicht einfach nur drauf losschießt. Großes Problem fürs Marketing war da die ganze Zeit, Kunden kennen keine Mediengrenzen, also sollten wir sie auch nicht kennen. Wir sollten nicht sagen, wir machen jetzt nur auf dem Handy, wir machen nur diese Geschichte, wir machen nur diese. Die Berührungspunkte, die ein Kunde hat oder ein Interessent hat, sind vielfältig. Und ihn interessiert es nicht, über welchen Kanal er die Botschaft bekommen hat, ihn interessiert, was die Botschaft ihm gesagt hat. Daran müssen wir uns auch neu orientieren. Auch wichtig ist die Integration mit Abteilungen, die im direkten Kundenkontakt stehen. Das heißt, das Marketing darf nicht abgeschottet irgendwo allein in seiner Abteilung sitzen. Die müssen mit dem Kundenberater in Kontakt bleiben. Die müssen mit dem Kundenservice in Kontakt bleiben, technischer Kundendienst. Alle diese Leute, die irgendwann einen Kunden am Telefon haben könnten oder persönlich treffen, die gehören eigentlich in Dialog mit der Marketingabteilung heute. Der nächste Punkt ist die Marke. Das Internet zwingt Unternehmen immer mehr zur Transparenz, ist bekannt, aber die meisten Unternehmen interessieren sich auch nicht wirklich dafür, weil sie einfach das Internet als Medium unterschätzen und sehen es eigentlich nur als große Werbeplattform. Da macht man halt eine Internetseite rein, man bezahlt ein bisschen was für Text, ein bisschen für Suchmaschinenoptimierung, aber man nimmt es eigentlich nicht wirklich ernst, wie die Leute sich im Internet über die Marke austauschen können. Die größte Veränderung in dem Bereich ist wirklich, dass die Botschaft heute nicht mehr von Unternehmen und von der Marketingabteilung gestaltet wird, sondern von den Besuchern, von den Kunden, von den Interessenten. Die Menschen reden über die Marken. Und diese Shitstorms, die teilweise auch entstehen, können eben Marken auch beschädigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da die Marke auch im Netz beobachtet und pflegt. Damit man eben nicht im Internet plötzlich zerhackt wird, sollte man schauen, dass man ein authentisches Auftreten bekommt. Mit einem ganz klaren Selbstbild, was man auch selbst wirklich vertreten kann. Das heißt also, man sollte nicht behaupten, man ist eine super ökologische Firma, wenn man dann Altbatterien irgendwo auf dem Hinterhof verbuddelt. Man kriegt es irgendwann raus und plötzlich weiß es die halbe Welt und dann war es das mit dem Image. Und egal welchen Brand man aufbauen möchte danach, es ist unmöglich. Man hat zu viele Altlasten in dem Moment. Und außerdem sind wir auch der Meinung, dass eine starke Marke heute nach wie vor, vielleicht sogar noch wichtiger als früher, für uns zum Arbeiten da sein muss, denn nur mit einer starken Brand, die man auch ordentlich pflegt, mit einer starken Marke, kann man heute einen Kunden davon überzeugen, Vertrauen zu uns aufzubauen. Der nächste Punkt ist Daten. Da geht es jetzt sehr in die IT-Geschichte eigentlich. Es werden heute Daten gesammelt ohne Ende, nicht nur von Google. Amazon zum Beispiel, die tracken alles und jeden und gehen halt davon aus, wenn man die Seite nicht gleich schließt, ist man schon damit einverstanden. Also was die im Datenschutz stehen haben, das ist die Hölle auf Erden. Aber Daten sind wichtig. Wichtig, weil sie uns Einsichten geben können in das Nutzerverhalten. Und diese Einsichten ermöglichen uns dann wieder Vorhersagen, das heißt Planungssicherheit, welche Aktionen wir im Netz zum Beispiel durchführen können. Aber nicht nur im Netz, es gibt auch sehr viel Nutzerverhalten, was man offline tracken oder aufnehmen kann. Sei es mit Couponing-Aktionen, sei es durch Kassieren, mit einer Postleitzahl fragen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Man muss sie auch verwenden. Das Gute an digitalen Kanälen ist eben, dass wir in Echtzeit reagieren können. Das heißt, jemand kommt auf unsere Seite, zum Beispiel aus Russland, und die Webseite merkt, es ist ein russischer Browser aus Russland, also schaltet sie den Text um auf Russisch. Man kann sofort mit diesen Daten, die man empfangen hat, arbeiten und macht eine noch bessere Kundenerfahrung in dem Moment. Auch sehr wichtig ist Personalisierung. Personalisierung heißt jetzt nicht nur, dass irgendwo im Brief oben steht, sehr geehrter Herr Müller. Das ist zwar auch Personalisierung, aber das ist der kleinste Grad eigentlich. Uns geht es bei Personalisierung eigentlich darum, die Botschaft für den Kunden der zu verbessern, dass er wirklich auch nur das kommuniziert bekommt, was er gerade als Bedürfnis auch hatte zu erfahren. In dem Moment haben wir auch wieder digitale Kanäle, die wir anpassen können.
Amazon macht das zum Beispiel dadurch, wenn man sich einen Fernseher angeguckt hat, hat ihn nicht gekauft, bekommt man ein paar Tage später eine Angebots-E-Mail, dass man doch diesen Fernseher sich nochmal in Ruhe anschauen sollte. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Die Mittel, wie sie Daten ermitteln, wie gesagt, ist eine andere Geschichte. Es ist nicht nur interessant für Bestandskunden, denn wir müssen heute nicht mehr die einzelnen Interessenten kennen. Es reicht, wenn wir bestimmte Merkmale abfragen können, was heute im Netz überhaupt kein Problem mehr ist, um uns eben da, wie jetzt mit dem Beispiel mit dem russischen Webseitenbesucher, schnell und flexibel anzupassen an seine Bedürfnisse und an seine Umgebung. In dem Punkt aber auch ganz wichtig, moderner Marketier sollte unbedingt die Privatsphäre eines Besuchers oder eines Interessenten wahren. Und wenn er schon die persönlichen Daten verwendet, dann sollte er damit auch einen echten Mehrwert liefern, nicht einfach nur ausspähen. Der Punkt Technologie ist auch ganz interessant, weil sehr viele Leute sich heute immer noch so ein bisschen davon abdrehen, sagen, ja, ich mache ja Marketing, die IT macht ihr Ding. Und im Prinzip, wenn irgendwas nicht klappt, dann kann man auch sagen, ja gut, ich habe von der IT-Abteilung nicht die richtige Software bekommen. Das muss auch in Zukunft aufhören, denn Technologie ist ein Wegbereiter. Es ist nicht eine Lösung, die ich bestelle bei der IT-Abteilung. Und wenn es halt klappt, dann ist gut. Und wenn es nicht klappt, dann schimpfe ich über die ITler. Ich muss mich auch selbst darum kümmern. Ich muss Verantwortung übernehmen für die Beschaffung und auch für die Anwendung von Technologie. Das heißt, ich muss selbst wissen, welche Möglichkeiten gibt es. Ich kann, wenn ich E-Mail-Marketing mache, nicht verlangen, dass unten in der IT ein IT-Systemelektroniker sitzt, der weiß, welche Software dafür am besten ist. Der weiß, welche Kernmetriken ich gerne messen würde. Das ist halt einfach nicht mehr möglich. Wir müssen hands-on, müssen wir uns selbst darum kümmern und Selbstverantwortung übernehmen bei der Auswahl der Werkzeuge, die wir täglich verwenden. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, die Techniker kommen trotzdem nicht drum herum, die müssen sich ein bisschen an Marketing annähern. Sie müssen einfach mal schauen, was brauchen die Jungs da oben, damit die in Ruhe arbeiten können und vor allem, das sage ich jetzt mal so in die Runde, damit die mich in Ruhe lassen in Zukunft, weil sie haben, was sie wollten. Kreation ist uns genauso wichtig wie Technologie, denn die Leidenschaft, Kreativität und Handwerkskunst, unsere rechten Gehirnhälfte, ist mindestens genauso wichtig wie eben dann die Analysefähigkeit und Logik der Linken. Also man kann heute nicht mehr eine Kampagne entwickeln, ohne sie gut und hübsch zu machen und gleichzeitig darüber nachzudenken, wie kann ich am Ende analysieren, was das ganze Ding gebracht hat. Wofür habe ich mein Geld ausgegeben? Und ich sage mal, dass die größte Hilfe, die wir dadurch eigentlich haben heute, ist die allgegenwärtige Verfügbarkeit von allem. Das heißt, ich kann jederzeit mit dem Handy ins Internet gehen, mit dem Smartphone. Ich kann morgens um 3 kann ich mir für die Kaffeemaschine neue Pads bestellen. Also ich bin eigentlich immer irgendwo unterwegs und kann konsumieren, ob es jetzt ein Gut ist, was ich bezahle oder Wissen. Ich kann auch morgens um 4 kann ich mir ein Buch irgendwie online durchlesen. Das ging alles früher nicht. Und all diese Geschichten, die müssen eben in die Kreation mit einfließen. Dass man Leuten Content und Dienstleistungen und Produkte jederzeit allgegenwärtig auch anbieten kann. Inhalte und Botschaften ist auch ein spannender Punkt. Viele denken Content Marketing, ja gut, Blogs und so, das ist halt so eine Phase, das geht irgendwann mal vorbei, aber es wird nicht mehr vorbeigehen. Also jemand, der heute wirklich bloggt, der sein Wissen teilen möchte, der wird es wahrscheinlich auch in 5 oder 10 Jahren noch machen, weil erstens macht es einen Haufen Spaß und zweitens ist auch eine riesen Nachfrage da. Also es ist mittlerweile heute schon so, dass knapp 30% der Google-Suchergebnisse, die auch angeklickt werden, Blogbeiträge sind, die den Leuten auch weiterhelfen. Und deswegen ist Inhalt auch mehr als Worte, Bilder und Videos. Inhalte gehen heute so weit weiter, dass sie auch Spiele im Prinzip sein können. Dass es eine Anwendung ist, dass es eine Veranstaltung ist. All das muss natürlich vom Marketing auch geplant werden. Also so etwas wie heute Abend zum Beispiel, das ist Content pur. Und das gibt auch heute für euch alle eine gute Nutzererfahrung. Wichtig ist auch bei Inhalten, dass sie die Glaubwürdigkeit und Authentizität der Marke unterstützen müssen. Das heißt also, das, was ich im Prinzip als Unternehmen kommuniziere, sollte zum Leitbild passen, sollte zu der Marke passen, die eben parallel noch aufgebaut wird. Und wird eben damit zum wesentlichen Ausdruck der Marke. Soziale Netzwerke sind ebenfalls keine Zeiterscheinung, die da weggehen wird. Soziale Netzwerke verändern unsere Unternehmenskultur nachhaltig, unsere Arbeitsweise, der Kontakt innerhalb der Firma mit Kollegen. Es werden Facebook-Chats von einem Büro ins nächste geschickt, anstatt kurz mal anzurufen oder rüber zu laufen. Was wir also heute brauchen, sind definitiv Unternehmen, die soziale Medien in ihren Genen haben. Wir brauchen ein Unternehmen, was sich dessen bewusst ist, dass die Leute
still und heimlich und dauernd und überall und mit jedem kommunizieren. Wichtig für Marketing ist eben zu wissen, Kunden können über alles reden, Kunden können heute alles erfahren und sie werden es auch machen. Und es gibt ein schönes Beispiel jetzt mit der Diva zum Beispiel, die haben einen Shitstorm abgekriegt, weil Dirk Nowitzki irgendwie im Fernsehen Wurst gegessen hat. Und da haben die sich irgendwie eineinhalb Wochen lang Vegetarier gegen Fleischfanatiker auf der Diva-Seite von Facebook geprügelt. Und die Diva hat gedacht, naja gut, dann löschen wir den ganzen Kram einfach und dann ist es halt weg. Und dann ging es aber erst richtig los. Das war erst Ruhe, als sie dann ein extra Forum eingerichtet haben auf einer anderen Webseite und haben eben die ganzen Besucher dann dorthin geleitet. Also auch dieser Umgang mit Meinungen von Menschen muss man sehr sensibel in Zukunft umgehen. Und deswegen sagen wir auch, also Engagement in sozialen Netzen ist heute keine Option mehr, das ist eigentlich Pflicht. Man sollte wissen, was die Leute über einen reden und wenn Fragen im Netz gestellt werden, das sollte man sie beantworten. So, jetzt kommt der letzte Punkt im Prinzip von dieser Agenda, von diesem Manifest. Wer sind eigentlich diese modernen Marketeers? Welche Eigenschaften hat so jemand, der sagen kann, jawohl, ich mache heute modernes Marketing, ich bin in diesem Stoff komplett drin. Der erste wichtige Punkt, wo man sagen kann, das ist charakteristisch für so einen Menschen, ist eben die Verantwortlichkeit. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, die Leute müssen sich dafür rechtfertigen, dass dann was in der Arbeit ertragt, was hat es gekostet, was hat es gebracht. Diese Rechtfertigung, diese Verantwortlichkeit muss in modernen Marketing-Gedanken mit integriert sein. Sie müssen ethisch sein. Das bedeutet also, die Werbung muss ehrlich sein, die Werbung muss transparent sein. Es bringt heute nichts mehr, irgendwelche Sachen zu verschleiern oder zu erfinden, denn bei sozialen Netzwerken kommt es sowieso irgendwann raus. Es muss kundenorientiert sein. Das heißt also, jeder moderne Marketier sollte von Anfang an in jeder Planung den Kunden ins Zentrum seines Handels stellen und berücksichtigen, wie der Kunde auf die Kommunikation reagieren könnte oder reagieren wird. Auch wichtig ist agil. Das bedeutet also, im modernen Marketing geht es nicht mehr darum, ich mache jetzt heute eine Kampagne, morgen mache ich eine andere, übermorgen mache ich wieder eine. Wir müssen heute iterativ, also schrittweise vorgehen. Wir bauen heute Bausteinchen, setzen alles aufeinander. Wir müssen flexibel sein. Wenn wir merken, irgendeiner von diesen Bausteinen, der liegt jetzt irgendwo quer und es funktioniert so nicht, wegwerfen, neu machen. Und das alles sofort flexibel. Das ist eine wichtige Eigenschaft heute im Marketing, dass man sofort reagiert und nicht erst nach Reporting irgendwann, drei Monate später. Außerdem ganz wichtig, Teamfähigkeit. Das heißt jetzt nicht nur, dass man, wenn man zu dritt irgendwo im Büro sitzt, dass die sich gut verstehen und ab und zu eine Tüte Gummibärchen mitbringen. Das bedeutet vor allem, dass man auch mal in die anderen Büros geht, dass man in der Firma mit den Leuten spricht und dass man einfach versucht, sich in die Firma zu integrieren. Dass jeder weiß, wenn es um Kommunikation geht, geh mal zu dem vom Marketing. Und nicht irgendwas auf eigene Faust unternimmt, was meistens extrem in die Hose geht. Innovativ ist ein schönes Schlagwort, aber das sollte man tatsächlich sein. Man sollte probieren, die Sachen, die seit 20 Jahren so und genau so gemacht werden, einfach zwar wieder zu machen, aber mal anders. Es kann absolut schief gehen, da hat man ein Problem, aber gut, dafür haben wir die Geschichte, dass man die Verantwortlichkeit zeigen muss. Es kann aber auch sein, dass man damit was völlig Neues entdeckt, was besser, schneller, günstiger oder sonst irgendwie eben innovativ ist. Und genau davon lebt eigentlich das Marketing, dass man eben mal Sachen anders macht. Tapfer sollte man auf jeden Fall sein, denn man scheitert sehr oft im Marketing heutzutage. Eine Twitter-Kampagne hat man eine 50-50 Chance, ob man zerrissen oder gelobt wird. In dem Moment sollte man einfach wissen, okay, klar, alles was ich mache, könnte ein Fehler sein, aber nur aus Fehlern werde ich lernen, also mache ich sie gerne. Und begeistert sollte er sein. Sollte jeder eigentlich im Job sein, ist klar. Jeder sollte seinen Job gerne machen. Im Marketing ist es aber so, dass die Leute auch wirklich daran glauben müssen, dass das, was sie machen, das Richtige ist für genau diese Situation. Abgecheckt jetzt mit den anderen 7 Punkten. Und von daher hoffe ich, dass ihr alle von euren Jobs auch begeistert seid. Und vielleicht, wenn ihr im Marketing seid, euch demnächst ein bisschen mehr in der Firma integriert oder euch integrieren lasst, weil ihr nicht drin seid. Von daher, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.